passiert und Nazis und Faschisten. Hier passiert mit Nazis und Faschisten. Ja, ihr seid die rote Linie, ne? Ja. Die zweite rote Linie vom Corona-Test seid ihr, die rote Linie. Die zweite Linie vom Corona-Test seid ihr. Ja. Ach, Schwurbe. Wie kann man so naiv sein? Das gibt's doch gar nicht. So leichtgläubig. Was ihr alles glaubt. Oh mein Gott. Das passt auf keine Kuhhaut. Die U-Boote in der Impfung, die Nano-Roboter in der Impfung, na klar, Schwurbe, na klar. Die Regierung will uns alle vergiften. Am Tag 3 der sogenannten Woche der Demokratie trifft man sich zum Medienmarsch. Ziel: Medienhäuser. Versammelt haben sich Impfgegner, sogenannte besorgte Bürger, Anhänger von Querdenken und der Basispartei. Dazu noch Reichsbürger, Esoteriker, Rechtsextreme, Alternativmedien. Gemeinsam wollen sie für Frieden und Freiheit demonstrieren und gegen die Presse. Arbeiten mit Störungen und mit Polizeischutz. Auch unser RBB-Team wird bedrängt und behindert. Herr Sundermeier, lassen Sie uns doch mal sprechen. Der Kollege immer wieder mit seinem Namen öffentlich gemacht, per Megafon in den Fokus gerückt. Die Polizei geht von einer Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich aus. Ja, dieser Kollege, von dem da die Rede war, das ist Olaf Sundermeier. Hier ist er. Hallo Olaf. Hallo Sascha. Die haben da immer wieder deinen Namen gerufen heute und sind auch immer relativ nah ran. Was macht das mit einem? Wie wirkt das? Also ich kenne das jetzt schon seit ein paar Jahren. Das ist nicht nur hier in Berlin so, sondern bei Demonstrationen aus diesem Spektrum verstärkt. Heute ist es allerdings so gewesen, dass wir tatsächlich nur die Polizisten, die wir da gerade im Bild gesehen haben, die mussten erst Verstärkung herbeirufen und haben uns gebeten, so lange zu warten, weil sie unsere Sicherheit ansonsten nicht garantieren konnten. Wir wurden mit einer kompletten Polizeikette im Prinzip eskortiert, um überhaupt Bilder bei dieser Demonstration machen zu können. Und das ist das Problem, wenn man als Journalist, wenn man als Medienvertreter nicht mehr frei arbeiten kann. Das möchten diese Leute auch, dass man gar nicht mehr, dass die freie Presse nicht mehr über ihre Veranstaltungen berichtet, sondern sie nur noch selbst in ihren alternativen Medien darüber berichten. Als da vor einem Jahr und vor zwei Jahren Zehntausende waren, da hieß es immer, das sind ganz unterschiedliche Leute, von ganz Extremen über ein bisschen vielleicht auch Verwirrte bis zu Menschen, die einfach nur Probleme haben, die sie auf die Straße bringen wollen. Jetzt sind es deutlich weniger. Ist das immer noch so eine breite Mischung? Sie sind sehr radikal. Sie haben sich auch zusammengefunden über die großen Demonstrationen, die wir vor zwei Jahren hier in Berlin erlebt haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses Querdenken-Netzwerk, auf der anderen Seite die sogenannten Montagsspaziergänger, die den ganzen Winter über im Prinzip überall in der deutschen Provinz von Cottbus bis nach Rostock und Bernau, Eberswalde spazieren gegangen sind. Die finden sich jetzt hier zusammen und sehen sich so auch so ein bisschen heute als Auftakt für einen Protestherbst und Protestwinter angesichts steigender Preise, Inflation und der Situation in der Ukraine, über denen sie der Bundesregierung Kriegstreiberei vorwerfen. Wo sind denn die anderen von den Zehntausenden von damals? Ich glaube, dass viele noch zu Hause sind und ein bisschen abwarten, wie sich die Entwicklung zeigt in den nächsten Wochen. Andere werden sich davon distanziert haben, weil sie gemerkt haben, dass zahlreiche dieser Menschen sich drastisch radikalisiert haben. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt. Diese Leute sind auf jeden Fall entschlossen. Entschuldigung, wenn ich da einhake. Da gibt es ja Befürchtungen in der Politik, die sagen, es könnte sich so weit radikalisieren, dass es wirklich auch mal gewalttätig wird, dass es auf der Straße richtig gewalttätigen Protest gibt. Ist das ein Ziel oder ist das nur eine mögliche Wirkung von denjenigen, die da sind?
Ich halte das nicht für ein ausgeschlossenes Szenario, allerdings auch für einen Fehler, dass die Politik das jetzt so öffentlich kommuniziert, wie Frau Baerbock, die von möglichen Volksaufständen gesprochen hat. Davon träumen einige dieser Leute. So lange sind wir noch lange nicht. Wir haben auch noch keine Situation, die das im Prinzip ermöglicht. Aber man kündigt einen heißen politischen Herbst an. Diese Leute kündigen ihn an, gemeinsam mit ihren Bündnispartnern aus der organisierten rechtsextremen Szene. Insofern ist es wichtig, das weiter im Auge zu behalten. Olaf Sundermeier, vielen herzlichen Dank.